Hey ho und willkommen zu einer weiteren Genshin Impact Episode, wie immer in 21 zu 9 und in der letzten Folge haben wir ziemlich viel Story gehabt und wir haben ein paar weitere Charaktere getroffen, wie die Luke, Razor, Albedo, Kea natürlich halt auch. Falls ihr die Folge verpasst habt, könnt ihr halt oben rechts auf das E-Symbol klicken bei YouTube, dann kommt ihr nämlich auf die Playlist. Wir haben jetzt von Razor einen Teil bekommen, das sollen wir den jetzt einsetzen. Und schauen wir mal, was jetzt passiert. Komponente einfügen. Willst du wirklich merkwürdige Vorrichtungsteil einmal verbrauchen? Handlung, Komponenten einfügen. Ja, okay, das ist ein bisschen unnötig, aber ja. Yep. Erstmal gucken, was müssen wir machen. Aus. Vor allem, was effektiv ist. Hat es schön gekontert. Zack, geht die Ulti so drauf. Die Puppe, darauf wird er auch nicht eingehen. Aber gut, der ist auch easy. Wird wahrscheinlich so ein Raid-Boss. Immer wenn wir das Item haben, können wir... Ups. Können wir wahrscheinlich gegen ihn kämpfen. Ich habe 1200 Char wieder gemacht mit Ember. Nice. Ach, ich dachte, der rusht nach vorne. Genau das. Alter. Na. Zack. Zack. Der blockt das einfach immer. Kann ich denn so treffen? Ja, okay. Auto-Aim kann ich auch machen. Ach, der hat dieses Dings. Achso, weil ich die Ulti... Nee, Ulti habe ich noch nicht ready. Ist aber nicht so schlimm. Ich warte, bis der... Genau. Zack. Aha. Oh, 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 oh. Jetzt macht er Eis. Ich bin zu weit weg. Alter. Holy shit, das hat mich gedamaged. Was bringt denn Eis? Ich bleib ein bisschen näher. Ach. Mist. Total wasted die Ulti. Okay. Alter, ich drücke Q und jedes Mal, wenn ich Q drücke, hat er das gemacht. Mit seiner Attacke das abgeblockt. Ja. Der ist aber noch drinne. Ich muss mich ein bisschen anstrengen, damit das nicht so peinlich wird. Wobei, Lisa ist eigentlich gar nicht mal so schlecht wegen ihrer Attacke. Alter, ich dachte, ich krieg den. Ich bin mir noch nicht sicher, ist er Anemo oder Eis? Lisa. Ach, ich dachte, ich war aus der Reichweite schon. Vielleicht nehme ich doch lieber Ember. Ember macht ein bisschen mehr Damage. Zack. 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 Das ist fies, dass er beim zweiten dann mehrfach schlägt. Oh. Oh, Mist. Das war nicht so gut. Na komm, rush noch einmal. Dann machst du deine komische Attacke wieder. So. Ah, lol. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der den linken so verzieht. Ember, wohin schießt du? So. Na, ah, rip, rip, rip. Na, gut. Ich dachte schon, ich werde zu einem getroffen. Reichweite aufpassen. Ach, komm schon, Ember. Na, 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 na. So. Na, die Hälfte zwar, aber... Uiuiuiui. Der trifft ziemlich gut. Aus dieser Distanz. Na komm schon. Einmal machen was. Ich habe den zweiten gerade gar nicht gesehen. Mist. Egal, nicht schlimm. Hier haben wir noch Ningbang. Zack. Kampf gegen Japan und China. Weil Inazuma ist ja, glaube ich, chinesisch angelehnt. Oder umgekehrt. Nee, das war Japan, aber Dings. Shangling. Ach, Shangling. Nee. Alter, die Zeit ist statt. So. Ich hab's heute wieder mit Namen.
Die war ja chinesisch angelegt. Na komm schon. Ich habe keine Lust, halt Essen zu investieren, weil eigentlich wäre damit schon lange gewonnen, aber. Wobei, ich muss ja wegen Ember sowieso. Wegen Ember ja sowieso essen. So. Zack, zack, zack. Ah, mein Sensschild kann man irgendwie nicht so zerstören, aber. Oh lol. Ich weiß, der Kampf hat viel zu lange gedauert, aber trotzdem, why not? Look, what's that? Are those crystals? Wir sollten den Experten fragen. Let's hope your faith in me is not misplaced. Before we get to the crystals, why don't we start with the machine itself? Our previous conjecture was correct. This giant in Inazuman attire is a machine modeled on the human form. Was it built for fighting? Like ruin guards? I'm afraid so. It possesses significant combat capabilities and seems to be autonomous. But for it to attack us indiscriminately like this, I believe it must have been damaged some time ago. Its outward appearance confirms its Inazuman origin. But, as far as I know, Inazuma is still under the Sakaku Decree. How could such a massive piece of offensive weaponry have found its way here? It seems the answer to that question disappeared with the people that used to inhabit this archipelago. People? I'm sure the shrewdest among you have already come to the same conclusion. These deserted islands bear signs of human activity. I would go so far as to infer that this archipelago once held a human population. They were most likely visitors from elsewhere, not indigenous to the islands. They may have spent a long time here before finding a way to return home. Since then, the island has been empty, with only a few scattered remnants of the past. As for the crystals, they've been manufactured from a particularly rare type of ore. Transparent. I believe they must have a specific function. We found a pile of stones and small flowers nearby. Do you think there's any connection? That sounds like someone wanted to commemorate the machine. Yes, I had a look at it myself. How can I put it? It almost feels like someone left a heartfelt offering of gratitude. I see. What about the rest of you? Who do you think would want to commemorate a machine in this way? Perhaps someone who was truly grateful. Only people that had benefited directly from the machine would leave a memorial like this. If the machine coexisted with that first group of humans, then the memorial isn't so hard to understand. Of course, this is only a hypothesis. Coexisted? You mean before it became damaged? I wonder what exactly happened to it. There is a Hilichō presence here. Perhaps this machine's indiscriminate attack is actually supposed to be targeted at Hilichurls, to protect the inhabitants. An unlikely coincidence, I would have thought. In any case, this is all speculation. If we want to get to the bottom of it, we'll need more evidence. Yes, though we don't have any clues to go on, we should sweep the area again soon. But first, let's focus our attention on the problem at hand. Look! Another letter! It must be Dodo King! A letter? Quick, read it! Mysterious Dodo King, mysterious Dodo King. He sleeps alone on the southwesterly isle. The bad child made him wait too long. The days grow dark, the stars are rising. Greedy spirit, you made the moon run a ring. Keys of three colors guarded by a strange fish. The secret lies here. Do you dare to proceed? More cryptic riddles? Er versucht uns etwas zu sagen, ja. What could it mean? Does it have anything to do with those crystals? And also, southwesterly isle? Now which island would that be? I'd say it's about time we went and investigated instead of standing here making wild guesses. We've looked
looked all over these islands, but there's nothing interesting here. There is too. The island over there is really weird. It has a big, huge, round thingy on it. Klee, did you go off by yourself without authorization again? Oh, sorry. I just wanted to go for a walk. As long as you didn't activate any mechanisms. Even if it seems completely empty here, it's easy to run into danger when you're by yourself. Klee, next time you want to go anywhere, please tell me first, okay? We'll go together. How does that sound? I thought Master Jean is always busy with other things. You really mean it? Of course. Yay! Okay! Where does she get the energy? If Paimon didn't know better, Paimon would think that Jean was Klee's mother. You know, I had the exact same thought just now. Kaya. My apologies, Acting Grandmaster. Honorary Knight, let's go and take a look. Ich hatte aber davon auch schon mal gehört. Na, komm schon. Ja, lass mich denn. So. Ob sie wirklich die Mutter ist? Wer weiß. Gibt's halt diverse Ähnlichkeiten. Hatte ich auch schon vor einigen Folgen mal sowas erwähnt. So. So. Oh, wir haben leider nichts mehr zum Heilen. Stimmt, ich hatte ja mal was erwähnt, dass wir. Wisst ihr was? Machen wir Folgendes. Ich drücke M. Ich gehe hier hin. Ist zwar eigentlich richtig billig, was ich hier mache, aber ja, why not? Hauptsache, Klee wollte ein bisschen nur spazieren gehen. Ja, ist das der Grund, warum sie eigentlich einen Rucksack immer trägt? Weil sie da immer so Sachen mit hat, Lebensmittel trinken, was auch immer. Wie so ein Picknick, nur halt, ne? Okay, wo müssten wir denn dafür hin? Also hier, genau, südwestliches Eiland. Teleportieren wir uns. Und schauen uns mal. Achso, genau. Ach ja, genau, hier waren wir ja schon mal gewesen. Da waren ja diese drei Statuen. Die hier. Und wir haben in der letzten Episode, ich weiß nicht, ob das diese Insel war oder diese Insel, ich glaube, das müsste eher diese sein, haben wir auch solche komische Kristallendinger gesehen. Na, schauen wir uns das mal an. Vielleicht kann man sie einsetzen oder so. Nur was was befindet sich denn da dahinter? Also. Huh? Is this a shield? Doesn't look very solid though. Seems like some kind of energy shield. Careful, all of you. Don't touch it. It might send us flying for all we know. Big shield! Klee knows you're in there! Hey, Dodo King, it's me, Klee! Come out and face me! Ja, oder? Komm raus und zeig dich ihr! Hörst du? Ich weiß nicht, wie wir reagieren sollen, ganz ehrlich. No answer? Maybe he's not here. No, he's gotta be here! The bigger the shield, the badder Dodo King must be! Sounds like Klee logic to Paimon. Well, I think Klee's right. It's such a huge energy shield. There must be some reason for it to be here. A reasonable inference. I agree. An energy shield needs an energy source. If we can find the connected devices to the source, we should be able to destroy it. Let's all look for any potential devices in the vicinity. Ready? Steady? Ta-ta-da! Klee, walk. Don't run. Come on. You don't want to finish last place, do ya? Let's go. Super Argumentation. Du willst nicht der Letzte sein. Okay. Ich dachte irgendwie, dann kommt so ein. Ah, Seekrebs. Na, noch ein Sonnenkrebs. So. So als Mission. Erreiche das Ziel als erstes oder so. Bin da. Wer noch? This does look like it could have something to do with the shield. Three devices in total. And look, the light converges in one place. Albedo, are we able to deactivate the shield from here? These light-emitting devices each have a small frame in front of them. Looking at the shape here,
It seems like something is supposed to be fixed in place. What shape is that? I don't get it. Someone explain. An oblong circle. Fan-shaped, I suppose. What could it be? We're by the ocean. This shape is a seashell, perhaps? But all the shells we've seen were either bigger or smaller than this shape. If it's not a shell, then it's got to be... a fish scale. A fish scale? But why would we want to put a fish scale there? Are there any other clues around? Whatever it is, we'd be placing it into the frames in front of the light-emitting device. Which means... Es muss transparent sein. Right! I've never seen anything like this. Oh, so that's what they're for! If I'm not mistaken, this is a very particular type of installation. Light is integral to its function. I've seen similar designs elsewhere. The light has to meet certain requirements or emit on a specific path. The mechanism is only activated if the light conditions are met. It would appear that these three installations are the keys to activating the energy shield. Would you look at that? The light being emitted is white, but the installations themselves each have their own color. Red, blue, and yellow. Yes, just like letter. Keys of three colors guarded by a strange fish. Huh, that's right. Honorary Knight, didn't that big machine we just defeated drop something? Ja, drei Kristalle. Light red like flower petals, light blue like ocean waves, light yellow like autumn leaves. It looks like these three crystals might be the answer to this whole riddle. Give precious things to the greedy spirit in the sea. Huh, is that what we have to do? If my understanding is correct... Honorary Knight, I suggest that you place the crystals in the sea. I believe that this greedy spirit is most likely an ocean-dwelling fish. If the crystals do attract it to us, then we're a step closer to obtaining our fish scales. So that's the plan! In that case, Paimon's got something to say. On the way over, Paimon saw a huge conch shell with lots of fish swimming around it. If we're placing the crystals in the sea, then surely that's the best place to do it. Plus, the water is pretty shallow over there. It'll be easy to get the crystals back if the plan doesn't work. It will work. Don't jinx it. Okay, okay. It'll work. Everyone follow Paimon! Ich hätte gedacht, vielleicht die Kristalle da reinschieben, weil es sieht ja fast so aus, aber dann irgendwie meinten die, es ist ja so ovalförmig, so gefächert. Na, mal gucken, was uns erwarten wird. Ob wir kämpfen müssen, ob das überhaupt funktioniert. Das und viele weitere Fragen nach der Episode. Nein. Oh, so. Ach, das ist der Start. Immer wenn solche Sachen liegen, denke ich, man kann sie halt aufheben, aber... Kristalle platzieren. So. That should do it, right? But where are the fish? Klee, was there anything else on that letter? What was it? Greedy spirit, you made the moon run a ring. Ach, heißt das, wir müssen einen Tag warten? Auf jeden Fall, der Tag wird dunkel, die Sterne gehen auf. So, maybe this type of fish only comes out after dark? Or to put it another way, we're gonna be here all night. Catch fish, eat. Yeah, yeah, let's go fish blasting. Hey. Hold on, Klee. Will Master Jean come too? Jean said if Klee wants to go anywhere, she must tell Jean, and then we can go together, right? Yes, I did say that. All right then, time to go fish blasting with Klee. Is Paimon hearing things? Jean and Klee are gonna go fish blasting? It's way worth it! The fish will taste so good! This is a deserted island, so explosions shouldn't trouble anyone.
It's just a bit of relaxation, right? Find some fish! Find some fish! Let's go! There! Mini fish! Clay's gonna get there first! Wait! Wait! Whoop! There they go! Well, if Razor is going, then I suppose it's fine. Once everyone is settled in, I will go after them. Is it time for a break already? Fantastic. I was just thinking about taking a stroll. Meaning, you're off on another pirate treasure hunt? Who knows? These are big islands. There are bound to be more than a few secrets hidden away. Captain Kaya's on the case. Ugh. Master D-Luke, aren't you interested in pirate treasure? Hardly. I'm more interested in peace and quiet. Paimon doesn't think you'll settle for nothing to do. Amuse yourselves however you see fit. I'm taking my leave. For a bunch of grown-ups, they really can't sit still for more than a few seconds. So restless. At least Albedo's able to sit and enjoy the... Huh? Albedo! Er ist schon seit einer Ewigkeit weg. So wie vor zwei Episoden genau auch so dargestellt worden ist. Albedo said that he wanted to spend some time alone painting. Jeez, what's up with everyone? Seems like we're all overdue for a vacation. It's not often that we get a taste of island living. I'm not surprised that everyone wants some time to themselves. Everyone should enjoy the break while it lasts. I'll convene everyone when the fish arrives. I suppose we have let our focus drift a little. But at the end of the day, you can't deny that this ocean view really is something. Traveler, make sure you take a little time to enjoy yourself, too. Danke, Jean. Ihr seid die Besten. No, I was just... What I mean is, I hope you enjoy yourself here. No matter what is waiting for us down the line, I will protect everyone, especially Klee. This is my duty as the acting Grand Master of the Knights of Favonius. That's Jean for you. Always reliable. Du bist echt fleißig. Ich hoffe, du kannst dich hier mal richtig ausruhen. Traveler, thank you. It is nice of you to say so. Anyway, I hope we can all find moments of peace and happiness on this beach. So, das war jetzt sehr viel Story. Besiege einmal Magu Kenki. Achso, so heißt er. Nochmal besiegen. Besiege einen Magu Kenki, ohne von seinem Phantom getroffen zu werden. Die Angriffe aus der Ferne können wahrscheinlich die Parade mit der Maske des Schreckens von Magu. Ah, okay. Ich wäre halt sehr interessiert an diesen Urgestein, aber gut. Was hätten wir denn noch optional? Genau, diese Missionen. Ja, was ist hiermit? Hauptsache, wo läuft mein Charakter gerade hin? Holy. Haben wir alles gekauft. Achso, da brauchen wir diese andere Muscheln-Dinger. Chor der Hexe, ist das eine Schallplatte? Geil. Ah, Dekorationsbauplan. Ah, cool. Ich bin mal gespannt, bis wir dieses Level erreichen. So, das haben wir jetzt alles erstmal gemacht. Ich hatte ja auch eben in der Cutscene so ein Loch gesehen. Ach, die chillen da sogar. Cool. Aber da komme ich scheinbar nicht rein. Nee. Nee, leider ist hier auch nichts drin. Wir hatten ja vor ein paar Episoden hier mal so eine Muschel betreten und da war so eine Schatztruhe. Ich frage mich, wo die anderen sind. Cool, dass man sie auch sieht halt, ne? Dass sie nicht komplett verschwunden sind. Bin ich mal gespannt mit diesem Rätsel hier. Okay, was sagt denn die Missionen? Ach, das war die Karte. Das ist wirklich weg. Ach, Legendärauftrag. Achso, wegen dem Schlüssel. Wir hatten aber noch etwas. Das hier. Diese Dailies. Erhalte die Goldabzeichen im Segment Kapitänsfertigkeit von Strudel nach Steuerbord. Volle Fahrt voraus. Stufe 3. Nice.
Das heißt, wir kriegen wieder Mora. Okay, Karte öffnen. Okay, die Story-Mission kommt wahrscheinlich dann erstmal wieder mit der Zeit. Ist ja auch nicht so schlimm. Das könnten wir theoretisch als nächstes machen. Das heißt, ich teleportiere mich schon mal hier hin. Ach, hier sind ja noch die zwei Muscheln. Da sind die zwei Dinge. Ach, diese 2D, Eis und Feuer. Das hatten wir in der ersten Episode. In den ersten zwei Episoden müsste es gewesen sein von diesem Event. Haben wir halt geschafft, unter Wasser zu erfüllen. Aber wie es weitergeht, werdet ihr dann trotzdem erst in der nächsten Episode sehen. Deswegen empfehle ich euch stark, ein Abo dazulassen, weil ihr erstens mich so aktiv am besten supporten könnt. Ihr müsst meinen YouTube-Kanal nicht jedes Mal heraussuchen, ihr müsst meine Videos nicht jedes Mal heraussuchen. Das heißt, ihr verpasst auch nichts. Ihr könnt das Glockensymbol mit anklicken, weil dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich einen Stream starte, denn ich streame auf YouTube und nicht auf Twitch. Streams werden sonst zeitnah auf meine Social-Media-Kanäle angekündigt, die sind ebenfalls hier verlinkt. Zwischendurch poste ich auch Clips, die ich noch nie veröffentlicht habe. Also, dann seht ihr auch zwischendurch auch mal was Neues. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, egal ob Fragen, Anmerkungen oder sonst was. Ich versuche sie in der Regel zu beantworten und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.